Gibt es schlechte Nachrichten? Nein, überhaupt nicht. Gibt doch keine schlechten Nachrichten. Yep. Pass auf, und das Ding platzt trotzdem irgendwann. Wer tröstet mich? So. Gott, warum kriegen wir so viele Notenrollen? Du hast im fast gesamten Spiel bisher kaum Notenrollen und jetzt wirst du zugeballert damit. Wie ihr es schon kennt, schön wieder. Das nenne ich mal großen Hut. Hier bist du. Verzeih bitte. Bin ich hier in Eorzea gelandet? Geile Stimme. Bin ich auch aus meinem Film. Was für eine Frage. Du bist hier in der Bucht des Abendsterns an der Küste von Tanalan. Und das liegt in Eorzea? Ja. Ja, natürlich in Eorzea. Wo denn sonst? Ja. Nichts für ungut, guter gute Mann. Haltung. Ich habe eine lange und beschwerliche Reise hinter mir. Endlich nähere ich mich meinem Ziel. Ha, was haben die Seeleute gelacht, als ich ins Beiboot stieg und meinen eigenen Kurs setzte?
dachten wohl, ich schaffe es nicht. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Du bist den ganzen Weg mit diesem Bötchen nur lang getigert? Okay. Zugegeben, die Anstrengung ist auch an mir nicht ganz spurlos vorübergegangen. So lange auf See, ohne etwas Ordentliches zu beißen und zu trinken. Es wird Zeit, dass ich etwas zwischen die Zähne kriege. Aber nein, jetzt ist nicht die Zeit, dem Drängen des Körpers nachzugeben. Ich habe eine Pflicht zu erfüllen und die hat Vorrang. Oje, was ist los? Bist du verletzt? Geht's dem gut? Das Schicksal hat einen Boten aus fernen Landen an unser Ufer gespült. Kann man dem helfen? Hallo Masaki. Ich hoffe, es geht dir gut. Einen wunderschönen Abend. Ich möchte... Na gut, ich höre mir die Lieder nachher lieber alleine an. Sicher, sicher. Huch. So. Jetzt sitzen wir einmal nach da hinten. Seehund. Mein Seehündchen. Warte mal, wurde ich nicht eigentlich? Ich will hier nämlich mal so ein bisschen was reinstellen. Bin gleich sofort, keine Ahnung. Geht einfacher. Liebe Freunde, danke, dass ihr nach Gridania gekommen seid. Die Lage am Belsawall ist ernst, deshalb lasst uns bitte gleich zur Sache kommen. Die Sphäre aus Licht ist nicht verschwunden, sondern schwebt immer noch in der Luft über dem Wall. Die ehrenwerte Exegetin Yishtola hat die Sphäre analysiert und dabei im Inneren die Ätheraura eines Primae nachgewiesen. Der Primae, den der schäbige Lump Ilbert beschworen hat. Und wie reagieren die Galear darauf? Unsere Kundschafter haben vor einigen Tagen beobachtet, wie ein galeisches Luftschiff zur Sphäre flog und in der Nähe abgeschossen wurde. Seither verhalten sich die Galear ruhig. Das Luftschiff wurde von einem Lichtstrahl aus der Sphäre getroffen. Ein einziger Treffer hat genügt, um es sofort abstürzen zu lassen. Veteranen aus Cartenot fühlten sich an die Flammen Bahamuts erinnert. Und wir alle wissen nur zu genau, welche Verwüstung der Schwarze Drache bei der 7. Katastrophe angerichtet hat. Uns droht eine neue Katastrophe.
Der Bericht lässt vermuten, dass der Primae zwar noch in der Lichtsphäre gefangen, aber keineswegs hilflos ist. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis er seine Fesseln sprengt. Ja, leider. Und wir können ihn nicht rechtzeitig vernichten, wenn wir uns ihm nicht einmal nähern können, ohne dass er uns vom Himmel fegt. Und da stehen sie nun und haben alle keine Ahnung, was getan werden muss. Ha, da steckt ihr eure rauchenden Köpfe zusammen und es kommt doch nur heiße Luft heraus. Dabei ist doch klar, was zu tun ist. Mann, Jucke wieder. Nero? Mhm. Hallo, Sid, alter Freund. Ich bin hier, um euch meine Expertise anzubieten. Willst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Nein, wollen wir nicht. Ach komm. Wer ist dieser Mann? Doch, das willst du gar nicht wissen. Er macht eigentlich nur Ärger. Oh, verzeiht meine Unhöflichkeit. Ich heiße Nero. Früher war ich Tribunus der 14. Legion des Galäischen Kaiserreichs. Doch heutzutage biete ich meine Fähigkeiten als Maschinist auf dem freien Markt an. Mhm. Erspar uns deine Lügen! Hör mir doch erst einmal in Ruhe beim letzten Mal war er noch zu. Du wirst mir sicher beipflichten. Der Primae in der Lichtsphäre ist vom gleichen Kaliber wie Bahamut. Nur eine Existenz kann es mit ihm aufnehmen. Die Omega-Waffe, nein, die auch Bahamut in Ketten nein legte. Nein. Du bist wohl verrückt. Die Omega-Waffe liegt tief im Erdreich der Katenoa Heide begraben. Nein, bitte nicht. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich, Nero Tolskewa, auch schon der Ultima-Waffe neues Leben eingehaucht. Damals waren es Waffen, um uns zu stärken, nicht die anderen. Und jetzt biete ich euch meine Hilfe bei der Omega-Waffe an. Wollt ihr wirklich darauf verzichten? Lächerlich. Glaubst du, wir vertrauen dir nur, weil du im Kristallturm ausnahmsweise auf unserer Seite gekämpft hast? Das macht dich noch lange nicht zu unserem Freund. Dein Misstrauen schmerzt, Sid. Liegen wir beide als Maschinisten nicht auf derselben Wellenlänge? Außerdem stammst du wie ich aus dem Galäischen Kaiserreich. Wir sind uns ähnlicher, als dir lieb ist. Blutsverwandter. Im Übrigen, was bleibt euch für eine andere Wahl? Hofft ihr, die Kriegerin des Lichts wird es schon wieder irgendwie richten? Wollt ihr wieder alles auf eine Karte setzen? Na, tun sie erstens sowieso und zweitens werde ich ja noch nicht mehr gefragt. Lass die Emotionen aus dem Spiel. Rein logisch betrachtet bietet sich eine gute Gelegenheit. Solange Omega inaktiv unter der Erde liegt, könnt ihr die Waffe unter eure Kontrolle bringen. Doch wozu, Nero? Wenn wir Omega benutzen, um damit den Primae gefangen zu nehmen, was soll dann geschehen? Sollen wir die Fehler der Alaga wiederholen? Omega ist bloß ein Werkzeug. Ob es hilft oder schadet, hängt von seiner Verwendung ab. Wenn ihr es lieber begraben lasst, um euch darüber an der Katenoa Front gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, so ist das eure Entscheidung. Du machst es dir zu einfach, Nero. Selbst bei den besten Absichten sind Fehler niemals auszuschließen. Überheblichkeit hat schon die Alaga in den Untergang geführt. Die zielgerichtete und fehlerfreie Verwendung zu ermöglichen, ist die Aufgabe von uns Maschinisten. Wie lautet doch gleich das Motto der Garland Metallwerke? Ach ja, Freiheit durch Technik, nicht wahr? Ja, das sind meine Worte. Mag den schmierigen Schlammer nicht. Meinst du, wir sollten Nero vertrauen? Ach komm! Ihr fragt mich doch sonst auch nie nach meiner Meinung. Das ist doch egal, was ich sage.
Ja, wenn er uns hintergeht, werde ich mich um ihn kümmern. Sind sowieso Ja's. Beides. Dann möchte ich lieber nicht in seine Haut stecken. Also gut, ich werde mich nicht länger querstellen. Wie gesagt, den schlimmsten Notfall haue ich ihm einen rein. Nero und ich kümmern uns um Omega, wenn das der Wunsch der Allianz ist. Eigentlich nicht, aber mach. Gib ihm. Danke für euer mutiges Angebot. Seid versichert, dass die Last der Verantwortung nicht allein auf euren Schultern ruht. Als politische Führer unserer Stadtstaaten segnen wir hiermit den Einsatz der Omega-Waffe ab. Wir sind uns also einig. Schicken wir einen Trupp nach Carteno und setzen Omega in Gang. Sid, du kümmerst dich um die technische Umsetzung. Der Bund der Morgenröte soll dich beschützen und Nero im Auge behalten. Ich gehe daneben und halte meine Waffe an. Ich nehme an, wir sind eine gute Wahl, die alle Stadtstaaten akzeptieren können. Denn unser Bund hat sich bisher aus den Kämpfen an der Katenua-Front herausgehalten. Yugiri, kannst du auch mitgehen? Wenn Nero eine falsche Bewegung macht, streck ihn nieder. Ja, das ist meine Aufgabe. Meine Klinge ist euch zu Diensten. Ganz schön brutal für so ein junges Mädchen. Na, wir werden uns schon gut verstehen. Na komm, sei still. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen bin ich immer sehr vorsichtig. Hallo. Vertrau dem nicht. Also, vertrau Nero nicht. Ihr baut das Luftschiff nicht. Ich nehme einfach die Eteriten. Okay. Wir haben keine Wahl. Wir müssen mit der Enterprise fliegen. Hi. Wo sie liegt.
macht ja Sinn. Wir hätten auch einfach uns dahin teleportieren können. Reittier. Folge haben wir aber selten. Aber ein kleiner Sturzflug. Hallo, Nero. Das ist also euer Hauptquartier? Vom Versammlungsort der berühmten Exegeten hatte ich mehr erwartet. Keine einzige Magitech-Maschine? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Eorzea ist also wirklich so rückständig, wie man sich in Garlemald erzählt. Wie redest du denn über unser Zuhause? Wir haben hier sehr wohl neueste Magitech. Wedge hat mir einen Magitech-Kessel gebaut, der Wasser ganz schnell zum Kochen bringt. Ich wette, sowas Tolles habt ihr nicht im Garlemal. Hallo Freunde! Jeshtola, Krile und Tankred sind im Finsterwald geblieben, um die Lichtsphäre weiter zu beobachten und zu analysieren. Ich bin mitgekommen, weil ich nicht länger tatenlos herumsitzen wollte. Die Zeit, die Papalimo uns unter Einsatz seines Lebens erkauft hat, ist zu kostbar. Hallo, werte Herrschaften! Ach ne. Der ist ja wieder. Was ist das denn für ein wilder Geselle? Bin ich hier richtig im Sonnenstein? Gehört ihr zum Bund der Morgenröte? Ein Mann namens Uriangée hat mich hierher geschickt. Oh, Yugiri, du bist es. Dem Himmel sei Dank. Meine Suche hat ein Ende. Yugiri, kennst du diesen Mann? Bitte nicht wieder umfallen. Gosetsu, wie kommst du hierher? Der sieht sehr japanisch aus. Auf der Suche nach dir bin ich den weiten Weg von Doma nach Eorzea gesegelt. Und den letzten Teil der Strecke bin ich sogar selbst gerudert. Bis zum Hafen habe ich durchgehalten. Aber dann konnte ich mich vor Hunger kaum noch auf den Beinen halten. Zum Glück hat mich Uriangée mit Essen und Trinken versorgt. Sonst wäre ich bestimmt verhungert. Als ich mir ordentlich den Bauch vollgeschlagen hatte und ihn nach meinen Landsleuten fragte, erzählte er mir, dass die Domaner in Geisterzoll eine neue Heimat gefunden hätten. Und kaum bin ich hier, so finde ich dich auch schon. Was für ein Glück. Ja, eher Zufall. Also, Yugiri, pack deine Sachen. Unser Herr schwebt in großer Gefahr. Wir müssen so schnell wie möglich nach Doma zurück. Ich würde dich gerne begleiten, Gosetsu. Aber so schnell geht das nicht. Ich habe hier noch eine Pflicht zu erfüllen. Deine Pflicht ist es, unserem Herrn zu dienen. Hast du das etwa vergessen? Was kann es Wichtigeres geben, als unseren Herrn vor Schaden zu bewahren? Unser Herr hat mir befohlen, die Flüchtlinge zu beschützen und in die Freiheit zu führen. Der Bund der Morgenröte hat uns aus größter Not befreit und uns Unterschlupf gewährt. Wenn ich diese Schuld nicht zurückzahle, verliere ich mein Gesicht. Hat sie nicht ganz unrecht. Ja, das ist wahr. Ich mag die Stimme von ihm. Außerdem geht es um eine Bedrohung, die auch unsere Leute gefährdet. Es steht also nicht nur meine Ehre, sondern auch das Leben meiner Schützlinge auf dem Spiel. Und meines. Wenn ich jetzt abziehe, wird mich mein Herr zu Recht mit dem Tod bestrafen.
Ich unterbreche euch nur ungern, aber könnt ihr eure Unterhaltung nicht auf später verschieben? Die Galliar haben es auch auf Omega abgesehen und sie werden nicht auf uns warten. Mhm. Oh, die Galliar! Da kriegt er gleich wieder... Yugiri, führt dich dein Auftrag in den Kampf gegen unsere Erzfeinde? Mhm. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn es galeische Schädel einzuschlagen gilt, bin ich natürlich dabei. Ja, aber in den Kampf. Ach ja, jetzt hat sie was für mich, hä? Ja, ihr habt mich vermöbelt. da kriegt mein Charakter auch gleich einen Schreck. Ich glaube, die haben nicht nur Maß genommen. Oh je. Was kommt jetzt? Ja, okay, das lasse ich mir gefallen. Ja, doch, ja. Oh Gott, süß. Ja, doch, sieht gut aus. Sei genehmigt. Dafür lasse ich mich auch gern beim Maßnehmen verprügeln. Ich kriege ganz schön viele Lieder. Kann das sein? Wobei ich mir jetzt immer noch die Frage stelle, wie lange es jetzt noch dauert. Na, 4,5 Stunden. Ich kann den irgendwie nicht ernst nehmen. Wieder zurückfliegen, hä? Oh, dieser Kristallturm. Ja, wir sind bereit. Also eigentlich bin ich nicht bereit, aber... Wobei es schon interessant aussieht. So, gleich habe ich's. Na
also. Die Transportvorrichtung ist betriebsbereit. Sie wird uns schnurstracks in den Kontrollraum von Omega teleportieren. Das ging dir ja flott von der Hand. Gib's zu, du bist heute nicht zum ersten Mal hier. Nein, aber bei meinem letzten Besuch sind mir die Raufbolde der Allianz in die Quere gekommen. Heute will ich mir das schicke Spielzeug aus der Nähe ansehen. Seid ihr bereit? Nein. Dir ist nicht über den Weg zu trauen, aber eins muss ich dir lassen. Du bist der geborene Tüftler. Oh. Da, der Abtrünnige sitzt Garland. Ich hab doch gesagt, es ist dein Luftschiff. Und der Meistermaschinist ist bestimmt nicht zufällig hier. Ich wette, Omega ist ganz in der Nähe. Heute muss mein Glückstag sein. Das stimmt mit dem nicht. Die Galea, wie zu erwarten. Haltet sie auf! Verdammt, wir dürfen Nero nicht alleine vorgehen lassen. Ich folge ihm. Ihr kümmert euch um die Galea. Der nimmt den ganzen Bildschirm ein, ey. Hört her! Ich bin Gosetsu, Samurai aus Doma im fernen Osten. Und ich entbiete euch meinen Gruß. Möge dies ein ehrenhafter Kampf werden. Also wenn er das für jeden Kampf macht, dann... weiß ich, womit er die Hälfte seines Lebens beschäftigt war. Die Musik ist cool. Ah, auch mal fertig mit Schwingen. Dürfen wir wenigstens wieder prügeln. Au. Wäre schön, wenn's wäre. Ich hoffe viel mehr, wie ich das überleben soll. Du kannst ohne Heiler. Okay. Kleines Spielzeug. Oh. Cool, in Rot. Ja, geil. Ja, den finde ich cool.
nochmal. Ah. Ich bin leicht überfordert. Spür meine Klinge. Für dich, Papa Limo! Genug gekämpft. Beziehungsweise mit dem Roten. Ja. Jetzt geht's mit ihm noch los. Okay, noch einmal von vorne. Warte mal. So, ich, alte Frau, brauche mein Kissen.